So, hier sind wir in den Barney-Bürger-Studios am Frankfurter Weg. Jetzt mach noch mal das Mikrofon da weg und dann nochmal wieder davor. Ja, los! Und wir nehmen hier heute die Pilot-Songs auf. Ja, Das ist doch alles Murks. Warum? Take. Ja, du wirst dich noch wundern, Jan. Wie super das so. Volles Problem. Wir versuchen hier ernste Pilotspuraufnahmen zu machen. Das Einzige, was Laurens zu tun hat, ist hier an meinem MacBook Rollercoaster Tycoon zu spielen. So wird und das jetzt gemacht. Über so eine Kante, das geht doch gar nicht, Laurens. Ein Gleis, die Bahn doch, das sagst du jetzt schon. Laurens, das hat dann am Ende einen Intensitätswert von sehr extrem, ultra extrem. Da fährt doch keiner mit der Bahn. Ja, ich... Und wenn der erstmal an ein Gleis, dann steht es nach einer Zeitung, dann kommt sowieso keiner mehr wieder. Ich will dir nur einen gut gemeinen Ratschlag geben, Laurens. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ist auch keine Kritik an... Das Projekt, was wir jetzt als nächstes machen, das heißt Skate or Die 2. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, in diese Pause reinzuspielen. Mit der hohen Seite, oder? Ja, hast du auch so gedacht eigentlich. Ja. Ja. Ich kenn's so schlecht. Hast du richtig gemacht. Ich kenn's so schlecht. Ja, das war ein kurzer Spaß hier. Das stimmt schön am Ende. Einer ist besser jetzt als heute Abend. Laurens will jetzt ein bisschen Unreal Tournament spielen. Hi. Merke ich schon. Na? Ein feiner Kerl. Möchtest du dir mal den Katalog angucken? Ich leg den mal hier hin. Ja. Meinst du, du wirst ja was zu essen von uns? Oh, Fass! Oh. Fass! Hey. Rein! Halt. Der wartet auf den Essen wohl. Oh. Ah, feiner Hund. Ich hab das jetzt nicht aufgenommen, mach bitte nochmal. Das ist sowas, das geht. Angry Hearts! I got the bird! Warte mal. Ja. Ja, oh. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken. Aber ich dachte, das nicht mehr das haben wir uns verdient. Eine Himbeerschnitt. Das Musikvideo daraus zusammenschneiden. Was hast du denn hier ausgefunden? Ich hab herausgefunden, das ist das Becken von Barney Bürger hier, dem besten Schlagzeuger von Paderborn. Das ist geklaut. Das ist nämlich von Effes, von der Dönerbude hier in Paderborn. Ja, und was wollen wir jetzt gleich machen? Wir gehen gleich hin und bringen das Becken wieder zurück. Weil wir sind korrekt. Der aufrichtige, korrekte Mensch. Idiot. Was guckt der uns hier an, Digga? Dann hast du die Texte kaputt gerissen, du Arsch. Von den Schülern? Nee. So, liebes Facebook, so ist das hier bei Pop und Tanz. Hab ich mir selber ausgedacht, die kreative Nase. Hast du noch einen drauf? Ja, warte nicht auf mich, wir löten uns noch in den Safo die Birne zu.